Ja, herzlich willkommen zu Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen wieder ein bisschen Hearthstone im Tavern Brawl. Letzte Folge haben wir auch wieder einmal gewonnen, einmal verloren, ne? Kann das sein? Liege ich da richtig? Mit meinen Annahmen? Ja, und natürlich wieder Misplay City. Da müssen wir halt durch. Ich weiß nicht, normalerweise ist es ja so, meine Theorie ist ja, mit Mage gewinnst du eigentlich immer alle Tavern Brawls. Vielleicht stimmt das nicht. Aber dann, ja, müsst ihr halt sagen in den Kommentaren, ob ihr denkt, dass es nicht so ist. Bisher war es doch sehr häufig so, dass der Mage irgendwie einen ziemlich großen Vorteil hatte bei den Tavern Brawls. Also es ist meine Meinung. Es ist, was ich so, ja, für mich gesehen habe. Wie gesagt, ne, ihr könnt mich da ruhig verbessern, wenn ihr das möchtet. Jetzt wollen wir die beiden erstmal behalten. Das ist doch gut, dann können wir am Anfang erstmal Sachen machen. Spielen gegen Warlock, das heißt, der kann die jetzt erstmal nicht, zumindest nicht mit der Hero Power einfach so mal wegpingen oder so. Ein Hogger auf der Hand ist besser als ein Brot unter dem Sitz oder der Couch, ein altes. Das ist alles Sprichwort. Womit kombinieren wir? Einen kleinen Warrior vielleicht? Mit Executes und so? Komm, wir machen das mal. Ich finde das spannend. Und dann spielen wir Lowly Squire. Tu das? Yes. Oh, Muklas Champion. Geil. Geil, Alter. Dann hoffen wir doch mal, dass viele Minions jetzt gleich mal auf dem Board hier bleiben, ne? Das ist etwas, was wir hoffen. Ich finde schon. Bla, bla, bla. Wie ist alles eigentlich bei euch? Spielt ihr viel Tavern Brawl? Spielt ihr weniger Tavern Brawl? Ist etwas, was ihr regelmäßig macht? Also früher, als die Tavern Brawls gerade rauskamen, war ich ja total begeistert. Ich war ja total aus dem Häuschen. Ich war sehr, sehr aufgeregt. Und fand die alle sehr, sehr gut. Da kam ja noch, zu jedem Tavern Brawl kamen ja mindestens ein, zwei Videos raus. Und dieser Flair, der ist bei mir so ein bisschen flöten gegangen. Es liegt aber auch daran, dass ich generell ein bisschen weniger Hearthstone spiele. Und, oh. Jetzt würde ich gerne, jetzt überlebt, ja, dann machen wir das Inspire. Wenn wir den jetzt hier, ja, dann machen wir. Inspire macht plus 1 Attack, ne, ja. Ja, und da waren die Zuschauer, da wart ihr ja so ein bisschen der Meinung, ja, ich spiele das höchstens einmal, um die Kiste aufzumachen, um die Packung aufzumachen. Und dann rühre ich das gar nicht mehr an. Also zumindest erinnere ich mich so, dass das ungefähr der Grundtenor war. Hat sich das geändert bei euch? Oder ist es immer noch so, dass ihr das kaum macht? Dass ihr das kaum spielt? Das würde mich jetzt nochmal interessieren, wie das bei euch ist. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt in Zukunft mal wieder ein bisschen mehr spiele. Letztens war dieser Tavern Brawl, den fand ich mega gut, wo man einfach nur zwei Karten auswählt. Zwei Karten. Und dann besteht das komplette Deck aus diesen zwei Karten. Und dann konnte man immer so ein bisschen lustig rumprobieren. Und was bei mir dann der Fall war, ich habe dann irgendwas gespielt und habe dann gesehen, was der Gegner gespielt hat. Fand das voll geil. Und habe das beim nächsten Mal gespielt. Und dann habe ich was gespielt, dann habe ich das gespielt, das hat vielleicht nicht so gut geklappt oder so. Hab dann wieder beim Feind was gesehen, was ich super geil fand, hab das dann wieder gespielt. Also ich habe mir immer die Ideen von den Leuten geklaut. Und da gab es immer Counter-Decks gegen halt Decks, die eigentlich total overpowered schienen. Das fand ich cool. Was war denn jetzt schon wieder? Draw the Steel, One Damage Shield. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich hätte das jetzt so wunderbar nutzen können. Ich hätte den hier weghauen können. Alter. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Hier müssen wir das Schild wegnehmen, weil er den jetzt gleich tötet mit dem. Obwohl, jetzt tötet er den mit dem. Das ist jetzt natürlich scheiße. Aber das ist so, ich meine, das ist so richtig. Jetzt tötet er den mit dem. Es ist ärgerlich. Oh, er tötet ihn doch mit dem. Aber dann kann ich ihn noch wegpicken. War das absichtlich so? Anders hätte er jetzt noch einen 3-Leben-Taunt auf dem Board. Aber na gut. Das ist jetzt ärgerlich gelaufen. Das hätte ich so nicht machen sollen, vielleicht. Aber wer tut noch einen Sea Reaver in so ein Deck? Ich meine, I please you. Das ist ja völliger Quatsch. Und jetzt macht er mich natürlich weg mit seinem komischen Zoo-Deck, als wenn er es ausgesucht hätte. Double Damage to Delta to your Hero. Ja, das wäre ganz toll. Aber bevor wir nichts machen. Oder? Kriegen wir jetzt halt auf die Schnauze. Aber dann kriegen wir diesen Zoo-Scheiß hier mal weg. Kriegen wir hier 4 Schaden, dadurch 6 Schaden. Oh, deswegen spielt die übrigens keiner, diese Karte.
Deswegen spielt die keiner. Aber jetzt da reingehen nochmal. Oh, vielleicht hätte ich den angreifen sollen. Wobei, dann hätte er den mit den beiden noch. Oh Gott. Schade, dass wir ihm keinen Schaden machen, wenn er uns angreift. Oh, 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 oh. Und dann noch der Fähigkeit. Ich hasse euch alle. After you cast a spell, freeze a random enemy minion. Ich erinnere mich. Aber jetzt haben wir verloren, Leute. Wir kommen hier nicht aus der Nummer nicht mehr raus. Wir können den jetzt spielen. Und dann gehen wir... Oh Gott. Er macht jetzt 6 Schaden. Er macht jetzt 12 Schaden. Er macht 12 Schaden. Alter. Das ist so uncool. Und wir können den Hogger nicht wirklich spielen. Selbst wenn unser Kollege hier überlebt. Müssen wir sagen... Oh Gott. Oh, das ist nicht cool. Und der hier, der hat noch 2 Schläge. Das heißt, ich bin tot. Ich habe mich selber getötet mit der Scheißwaffe. Cursed Blade. Das Flugzeug gehört vielleicht? Selten, dass hier mal Flugzeuge rüberfliegen. Ich bin tot. Ich bin tot. Cone of Cold bringt uns nichts. Der Hogger halt auch nicht wirklich. Bringt uns Cone of Cold was? Naja, doch. Bisschen. Bisschen schon. Ja, doch, sehr viel sogar eventuell. Der muss dann da rein. Das würde ich jetzt hier eigentlich machen, aber dann sind wir schon tot. Das ist scheiß Waffe, du. Ich muss sie loswerden. Ich muss sie ganz dringend loswerden. Oha. Oh. Ich habe mich selbst getötet mit der Waffe. Die Waffe, diese Waffe, die könnt ihr... Liebe Leute bei Blizzard. Ihr könnt diese Waffe direkt wieder rausnehmen. Es ist eigentlich völliger Quatsch. Es ist eigentlich völlig... Oder? Oder? Spielt die jemand von euch ernsthaft? Vielleicht mit sehr viel Rüstung. Vielleicht mit sehr viel Rüstungsmöglichkeiten. Ich bin übrigens immer noch super salty, dass ich diesen... Hieß der Khadgar? Hieß der Khadgar, diesen Paladin nicht gekriegt habe, weil ich mich nicht eingeloggt habe im Mai war es oder April von einem iPhone. Ich war super, super sauer. Ich hab das dann gemacht im Mai, mich von einem iPhone aus einloggen bei Battle.net und es war anscheinend zu spät. Anscheinend war das zu spät. Death Rattle. Give a random friendly minion Divine Shield. Den Piss, ich meine, das können wir. Was haben wir? Mage. Dann brauchen wir den hier. Brauchen wir den hier nicht. Den brauchen wir eigentlich auch nicht. Also zumindest brauchen wir nicht auf Turn 1 spielen. Fällt mir gerade auf. Ein bisschen spät vielleicht. Den hätte ich auch noch mit wegtun können. Das. Ich meine, du hast halt dann 2-1 auf dem Board. Und er muss halt seinen Mana aufwenden, um ihn wegzuhauen. Aber das wird er auf jeden Fall tun. Weil das ist nicht einfach nur ein 2-1er Minion. Das ist ein 2-1er Minion. Was auch noch ein anderes Minion. Anderen Minion buffen könnte. Das finde ich nicht cool. Und er hat Paladin genommen. Greetings. Was nehmen wir? Ich habe jetzt nichts durchdacht. Das finde ich, glaube ich, nicht so cool. Lass uns mal einen Druiden nehmen. Ja, und das finde ich nicht cool. Spielen wir ihn trotzdem? Ja. Es ist einfach nicht schlau, nichts zu spielen, behaupte ich. Ja, jetzt ping ihn weg. Ist ja gut. Ich bin sauer. Aber sonst hätte er vielleicht ein Minion gespielt. Das hätte uns Probleme, eventuelle Probleme bereitet. Und dann müssen wir halt den hier coin. Wir können auch Reinforce spielen. What? What? Draw a card. And deal damage equal to its cost. Könnte uns jetzt hier eventuell, komm schon. Oh, schade. Obwohl. Das ist ein Death Rattle. Ja, geil. Das wollen wir nicht. Naja, er hätte ein Schild gehabt, ne? Er hätte ein Schild gehabt. Irgendwie habe ich gerade gedacht, dass er ihn hier irgendwie nur lebensmäßig bufft. Ja, das war jetzt nicht so cool. Ich hätte doch. Jetzt hätte ich den Duskbore spielen sollen. Ich erkläre kurz mein Misplay und wie es dazu kam.
Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass diese Karte hier nicht ein Schild gibt, sondern plus eins oder so. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich, weil ich diese Karte normalerweise niemals sehe in meinem Leben. Und möchte ich jetzt einen Alarmobot riskieren, dass der hier mich nicht mehr heilen kann? Das ist etwas, was man überlegen könnte. Ich tu's. Ich tu's. Weil selbst wenn der mich nicht heilt, es ist ein 5-6er auf dem Board. Und es besteht ja auch noch die Möglichkeit, dass die beiden kommen. Das hier, da tun wir mal so, als wenn das nicht passieren könnte. Das wäre nämlich sehr, sehr ärgerlich. Nimm eine von den drei Karten. Es ist auch, die Wahrscheinlichkeit ist auch höher. Ich meine, wir kennen mein Luck, wir kennen mein RNG. Eigentlich werde ich Pech haben, aber wer weiß. Es ist immer noch alles möglich. Oh nee. Was bleibt ja auch noch? Ich hasse mein Leben. Müssen wir jetzt den hier spielen? Ja. Gucken, was da jetzt los ist. Ich meine, sein Shield, ne? Sein Shield ist halt mal richtig kacke. Und mein guter Alarmobot. Wir hatten ja eigentlich festgestellt, Alarmobot, New Meta, FTW, well played, only win, main. Aber es hat jetzt hier nicht funktioniert. Es ist ein bisschen traurig. Ja, genau. Wow. Alter, und der Pirate hier bringt uns auch herzlich wenig. Was war das nochmal? Transform Gain Charge? Ja, den Charger holen wir uns jetzt. Machen wir den 5-2er weg. Dann haben wir noch 3 Mana. Es ist KKA-Spiel. Es ist KKA-Spipi. Wir können jetzt hier reingehen mit dem einen Damage. Ich weiß nicht, ob wir diesen Duskboy jemals spielen werden. Schon. Wir werden gleich spielen. Ich meine, wenn er jetzt. Guck mal, jetzt hat er ja gleich 7 Mana und dann, wenn wir den spielen und dann pinkt, hat er nur noch 5 Mana. Das ist. Hätte man auch früher jetzt machen können. Das hätte jetzt. Ich weiß, Misplay City. Aber deswegen sind wir ja alle hier, ne? Oh, ich hoffe, ihr wisst, was das war jetzt. Ich werde es nicht verraten. Ihr könnt ja gerne mitraten. In den Kommentaren. La, la, la. Jetzt Avenger Cross F plus 1 Attack. Gibt es hier einen guten Play? Ich meine, der hier ist gar nicht mal so schlecht. Er kann ihn nicht mit seinem Kacker töten. Den hier töten wir auf jeden Fall. Spielen den noch aus. Ja. Die Hero Power kostet nur 1 Mana. Hoffentlich kann er nicht töten. Direkt mit einem Zauber oder so. Ach du Scheiße. Ach du Kaka-Wurst. Wie, warte mal. Willst du nicht erst gucken, was du für einen Murloc kriegst? Willst du nicht erst... Okay, und dann will er den noch nicht mal weg. Was? Anne Frost Nova, Er wollte sich jetzt echt keinen. Er wollte sich jetzt echt keinen Müller holen. Das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Das kann ich jetzt gar nicht verstehen. Give your Hero 4 Attack this turn. Oder gehen 8 Armor. 4 Attack ist jetzt perfekt. Per fucking Fact. Weil wir jetzt den Pimmel hier wegkriegen. Entschuldigung. Fortwahl und so, ne? Und dann machen wir das so. Ja, es ist. Ich fand das gut. Thank you. Nachdem jetzt das Sorry weg ist, ist jetzt well played das neue BM Nummer 1. Ja, oh, jetzt hast du nur noch 7 Mana. Ja, ich meine, gab es einen guten Moment, den zu spielen, vielleicht nach dem Tyrion, aber der ist ja wahrscheinlich auch. Der wird ja gleich wahrscheinlich. Wird er gleich zum Schaf, also insofern. Holy shit. Das Ding ist halt. Oh, Innovate. Bringt uns jetzt herzlich wenig, ne? Ich will halt den hier wegkriegen. Ich will jetzt nicht. Wir haben ja dann hoffentlich einen Taunt drauf. Draußen. Warte mal, der bringt plus 1. Das ist jetzt auch nicht so viel. Mal gucken. Wird er jetzt zum Schaf oder nicht?
Nein, bitte kein Polymorph. Nein, tu, lass es zu Hause. Und das wäre jetzt auch noch getopdeckt. Wenn du jetzt ein Polymorph getopdeckt hast, finde ich raus, wo du wohnst, klingel an der Tür und lauf weg. Und das mache ich 5-mal. Hintereinander. Aber so, dass du mich nicht erwischt. Also immer mit unregelmäßigen Abständen. Und irgendwann beim 6. Mal sage ich dann, Entschuldigung, hallo, wollen Sie mich verarschen? Ich habe hier ein Paket für Sie. Und habe ich auch so einen UPS-Anzug an. Wieso machen Sie denn nicht auf? Ich bin jetzt hier schon ein paar Mal vorbeigekommen, weil mir gesagt wurde, es ist wichtig. Und dann sagt er, oh ja, Entschuldigung. Und dann sage ich, verarscht, und dann laufe ich weg. Okay, anscheinend hast du kein Polymorph. Sonst hättest du es schon gespielt. Oh, shit. Warte mal. Das ist uncool. Das ist tatsächlich uncool. Oh. Das finde ich euch ganz gut. Das kommt mir sehr gelegen. Frage ist, gehen wir jetzt komplett Face oder... oder machen wir jetzt hier Sachen? Ja, wir machen hier den ganz ruhigen. Hat er noch einen Flamestrike? Hätte er jetzt einen Flamestrike gespielt? Was habe ich denn auf dem Board? Ich glaube, er hätte einen Flamestrike gespielt, vor allem, weil er dann noch das hier wegpingen hätte können. Aber vielleicht zieht er den ja jetzt. Oh, ich weiß es nicht. Oh, ich gehe auf Risiko. Ich bin so dumm, weil er jetzt auch einen Blizzard spielen kann oder vielleicht auch einen Flamestrike gezogen hat. Hat er nicht. Flamestrike wäre jetzt sofort das Erste, was man spielen müsste. Oh, er hat doch ein... Enter the Colosseum? Oh, shit, bro. Okay, das war ja eigentlich fast noch schlimmer. Scheiße. Ich hätte auf mein ursprüngliches Gefühl hören sollen. Und hätte einfach nichts mehr spielen sollen. Ich hatte genug auf dem Board. Alter, kannst du mal... Ist er so salty? Und sagt das deswegen immer? Ich glaube ja. ein Blessing of Kings. Das ist tatsächlich gut. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht mehr Face gehen. Oder? Weil er den wegpingen kann, ne? Ach, come on. Ich spiele jetzt das hier. Mal gucken, was er wegpingt. Und gehen hier Face. Ja, Face war hier the place. Ist ja völlig klar. Oder? Holy shit! Nein! Oh Gott! Oh mein Gott! Okay, aber wenn er jetzt... Oh nein! Oh no! Oh, give your weapon +1/+1. Okay, ruhig bleiben, Leute, ruhig bleiben. Wir haben trotzdem gewonnen. Wenn er ihn jetzt nicht heilt. Oh, er hat ihn geheilt! Er hätte ihn nicht heilen sollen! Oh nein! Oh nein! To damage friendly character. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Okay, wir haben 6, 11, 12 Schaden. Na geil. Okay, und dann ziehen wir jetzt erstmal Karten. Können den jetzt innerwählen, wenn wir das möchten. Was? You choose one card, say fuck you. Okay. Pass auf, dann machen wir das so. Ja, aber er heilt ja jetzt immer gegen, ne? Lass mich mal rechnen. Wenn wir jetzt hier 6 + 5 sind 11, dann kriegen wir ihn auf 6. Dann kriegt er wieder 8. Ist auf 14. Und er tötet den auch noch. Fuck my ass. Fuck my ass. Okay, wir machen das trotzdem, dass wir den jetzt spielen. Ja, komm. Es ist, was wir machen müssen. Und wir haben ja jetzt immer noch Board. Und zwar kein schwaches. Wir haben hier einen 6-3er Ashbringer.
Und noch 21 Leben. Was ist denn jetzt? 7, 10. Warte mal, er macht 7 Schaden. Ist uns total egal. Und haben wir nicht eh schon gewonnen? Noch nicht ganz. So, Diggi. Wenn du jetzt dich irgendwie hochheilst, Alter, ich... Ich mache wieder Klingelstreich bei dir. Erinnerst du dich noch an letztes Mal? Das war auch nicht so lustig. Narrison! 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 Erna! Ich krieg die Tür nicht zu! Ich krieg die Tür nicht zu. Er topdeckt Harris. Ah, und jetzt hat er wahrscheinlich auch noch einen Eisblock. Und wenn ich das jetzt teste und es ist ein Eisblock. Es ist eine Ice Barrier. Es ist eine Ice Barrier. Er hat wie viel Schaden? 12? 13? Er könnte mich jetzt hart bumsen. Wir gehen Face. Oh Gott. Wenn wir jetzt angefangen hätten zu... Ich weiß nicht. Vielleicht wäre es der richtige Move gewesen, hier zu traden. Je nachdem, was er mal wieder getopdeckt hat. Dr. Topdecko. Alter. Salt City. Okay, eigentlich muss ich jetzt gewonnen haben. Sehe ich das richtig? Außer er... Nee, ich habe jetzt gewonnen. Ich kann nicht angreifen. Aber ich habe ja noch genug auf... Ja, okay. Alter. Sehr topdeck, der fucking... Fucker. Du kleiner... Ich will jetzt noch ein bisschen BM kurz. Komm schon. Irgendwas Cooles. Irgendwas, womit ich ihn... Oh. Das ist natürlich noch ein... Ups. Scheiße. Falsch BM'd. Wow. Oh, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich habe noch kurz darüber nachgedacht. Warte mal, war das jetzt genug? Ja. Wird schon passen. Oh Gott, schade. Ich kann ja gar nichts, ne? Nicht mal BM. Ich kann auch nicht mal BM. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich fand's ganz lustig. Ich glaube, das war die letzte Folge von diesem Tavern Brawl. Mal gucken, was der nächste so macht, ne? Mal gucken, was der nächste so macht. Ich freue mich drauf. Das war Fischkopf. Bis dann und tschüss.